Wie entstand die Idee für die Hautbausteine? Ich beschäftige mich schon seit Jahren mit der Frage, wie wir Personen mit unreiner Haut in allen Bereichen unterstützen können, so dass Unreinheiten eingedämmt werden und sie ihre Lebensqualität zurückgewinnen können. Ich konnte also nicht ignorieren, was gerade in der Wissenschaft stattfindet. Mehr und mehr Studien erweisen einen Zusammenhang zwischen dem Darm und der Haut. In der Wissenschaft nennen wir es die Darm-Hautachse. Im Verdauungstrakt, insbesondere dem Dickdarm, leben Billionen von Bakterien. Zusammen mit anderen Mikroben nennen wir diese Bakterien im Gesamten das Darm-Mikrobiom. Die Bakterien sind nicht nur für die Nahrungsaufnahme zuständig, sondern auch für die Regulation des Immunsystems und den Aufbau der Darmschleimhaut. Aber immer mehr Studien, sowohl an Menschen als auch an Tieren, weisen darauf hin, dass die Funktion der Darmmikroben wahrscheinlich weit über den Darm hinausgeht. Man hat nämlich festgestellt, dass ein gestörtes Darmmikrobiom in Zusammenhang mit entzündlichen Hautkrankheiten wie Akne, Rosazea oder Schuppenflechten steht. Unser Biologe hat mir das so erklärt. Grundsätzlich kann man noch nicht nachvollziehen, wie genau Darmbakterien die Haut oder das Hautmikrobiom beeinflussen. Man geht aber davon aus, dass die Bakterien im Darm Botenstoffe absondern, die über die Blutbahn an die Haut oder auch das Gehirn geleitet werden und dort Signale abgeben können. Also grundsätzlich hängt in unserem Körper alles miteinander zusammen und Bakterien können miteinander interagieren, auch über weitere Entfernungen. Eine gute Verdauung und ein gutes Darmmikrobiom sorgen also dafür, dass es auch deiner Haut gut geht. Es liegt jetzt an uns, wie wir auf dieses neue Wissen reagieren. Und aus meiner Sicht haben wir zwei Optionen. Einmal könnten wir Panik schlagen und daran verzweifeln, dass unsere Haut größtenteils unserem Darm ausgesetzt ist. Wir würden damit aber schlichtweg aufgeben und einen großen Teil unserer Hautgesundheit sich selbst überlassen. Oder wir nehmen uns diese Erkenntnis zu unserem eigenen Vorteil und unterstützen die Funktion unserer Darmmikroben, so dass sie letztendlich auch unserer Haut helfen. Für uns springt dabei auch gleich mehr heraus, und zwar eine bessere Verdauung und ein höheres Wohlbefinden. Ich habe mich für die zweite Option entschieden und achte schon seit Jahren auf meine tägliche Darmpflege. Weil ich immer das Beste aus allem herausholen möchte, habe ich mich dazu entschieden, mein eigenes Nahrungsergänzungsmittel zu entwickeln, um damit anderen Personen und natürlich auch mir eine Möglichkeit zu geben, die Haut von innen heraus schöner zu machen. Was macht die Hautbausteine so einzigartig? Wir haben 8 verschiedene Bakterienstämme miteinander vereint und das mit Präbiotika kombiniert. Präbiotika dient als Nahrungsquelle für die Bakterien. Aus dieser Kombination entsteht ein sogenanntes Symbiotikum, was für eine bessere Wirkungsweise bekannt ist. In den Hautbausteinen findest du auch das Spurenelement Zink, was zum Erhalt normaler Haut, Haare und Nägel beiträgt. Sowie auch L-Glutamin, ein wichtiger Eiweißbaustein, der an vielen Funktionen im Körper teilhat. Für wen sind die Hautbausteine geeignet? Die Hautbausteine sind das richtige Nahrungsergänzungsmittel für dich, wenn du deiner Haut etwas Gutes tun möchtest und wenn du nach einer Möglichkeit suchst, neben der klassischen Kosmetik die Haut von innen heraus zu pflegen. Denn Hautpflege beginnt für mich im Darm. Jetzt auf hautliebe.de bestellen und die Haut von innen heraus strahlen lassen.